We've had some very exciting speakers, both here on the main stage and also over on the innovation stage. None perhaps more exciting, though, than the speaker that I'm about to introduce. It really could not get any fuller in here. You can feel the anticipation. You guys look like kids on Christmas morning. So without further ado, let me introduce a man who has been working for decades to bring the spirit of innovation and disruption to the state of Baden-Württemberg as a leader of the Green Party. Please welcome the Minister President of the state of Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. That's you. Come on up. Vielen Dank. Danke. Ja, sehr geehrter Herr Dietz, sehr geehrter Herr Professor Weibel, Frau Staatssekretärin Olschowski, Herr Oberbürgermeister Mentrup, sehr geehrte Herren Leibinger, Mastion und Riemensperger, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe begrüßen zu dürfen. Und ich glaube, dass es für dieses Festival keinen geeigneteren Ort in Baden-Württemberg gibt als das ZKM. Und das sage ich nicht nur deshalb, weil wir vom Staatsministerium selber hier letztes Jahr einen Digitalkongress veranstaltet haben, sondern weil das ZKM eine weltweit renommierte Kulturinstitution, ein Aushängeschild unseres Landes ist. Zudem ist es beheimatet in einer der führenden IT-Regionen Europas. ZKM ist aber vor allem ein Ort, an dem täglich daran gearbeitet wird, etablierte Grenzen zu überschreiten. Grenzen zwischen neuen Medien und klassischer Kunst, zwischen Technik und Ästhetik, zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. Und ist das nicht gerade der Kern disruptiver Ideen und vieler Start-ups, etablierte Grenzen zu überschreiten und einzureißen? Und deswegen ist das genau hier der Ort, denn das wird hier schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, gemacht und war eine der blendenden Ideen meines Vorgängers Lothar Späth, den wir leider begraben mussten. Verehrtes Publikum, die Landesregierung arbeitet mit aller Kraft daran, Baden-Württemberg zum Magnet zu machen für digitale Pioniere, Start-up-Gründer, Querdenker, Innovatoren und Investoren, also zum Magneten für Sie, meine Damen und Herren. Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt und wollen Ihnen den roten Teppich ausrollen. Dazu gehört zuvorderst der massive Ausbau der digitalen Infrastruktur. Auf unseren Datenhighways darf es keine 30er-Zonen mehr geben. Wir fördern deswegen mit 325 Millionen Euro den kommunalen Breitbandausbau über das, was wir eh schon gemacht haben. Einen großen Teil dieses Geldes werden wir in ein flächendeckendes, modernes Glasfasernetz investieren. Den Anschluss an Schulen und Gewerbegebiete fördern wir mit 90%. Und unser mittelfristiges Ziel ist wirklich das Glasfasernetz für alle. Mit digitaler Bildung leiten wir Stück für Stück das Ende der Kreidezeit im Klassenzimmer ein. Von der Grundschule bis zum Abitur werden wir die Medienbildung und den Informatikunterricht ausbauen. Unsere Kinder sollen die digitalen Kulturtechniken nämlich nicht nur bedienen können, sie sollen sie auch begreifen und beherrschen. Ein echter Erfolg sind hier die digitalen Lernfabriken, die wir an den Berufsschulen im Land eingeführt haben. Wir beziehen zudem auch unsere Hochschulen und Forschungsinstitute in unsere Digitalisierungsoffensive mit ein. Unser Ziel ist es, Themen wie Digitalisierung und Gründung in Lehre und Management zu verankern und mehr Gründerzentren an unseren Hochschulen zu etablieren. Dadurch erhoffen wir uns mehr Ausgründungen von Hightech-Startups
und eine weitere Verbesserung des seit Jahren im Land erfolgreichen Technologietransfers. Ich nenne hier nur als erfolgreiches Beispiel die Hochschule Aalen und das hiesige KIT, die in diesem Bereich bereits gute Arbeit leisten und vorangehen. Meine Damen und Herren, für Sie als digitale Pioniere und Investoren, Innovatoren, ist es sicherlich besonders interessant zu erfahren, wie sich Baden-Württemberg mit den Start-up-Gründungen und der Verfügbarkeit von Wagniskapital aufstellt. Was Start-up-Gründungen angeht, sind wir spitze bei der Qualität, müssen aber noch bei der Quantität zulegen. Wir setzen bei unserer Gründungsförderung auf Nachhaltigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Das führt dazu, dass baden-württembergische Unternehmensgründungen im Hightech-Sektor bundesweit die höchste 5-Jahres-Überlebensquote haben. Das heißt, was bei uns gegründet wird, hat in der Regel auch Erfolg. Ein Schlüssel zum quantitativen Erfolg wird dabei sein, dass wir Ihnen und allen anderen Hightech-Startups Unternehmen das Gründen so leicht wie möglich machen. In Zusammenarbeit mit den Kommunen werden wir On-Step-Shops fordern, ja, monatelange Hürdenläufe von Behörde zu Behörde müssen der Vergangenheit angehören. Dadurch können Sie künftig mit weniger Arbeit in die Bürokratie und mehr Arbeit in den Aufbau des Unternehmens stecken. Also das ist ganz entscheidend wichtig, dass wir zu One-Stop-Shops kommen und das richtig flutschen muss. Ja? Innovationsgutscheine, intensivierte Gründungsberatung, Förderprogramme, verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten mit einem breiten Angebot an Darlehensprogrammen bis hin zu Mikrokrediten sowie Wettbewerbe und Gründermessen sollen Ihnen den Einstieg bei uns vereinfachen. Und mit dem Gründungsnetzwerk BW werden wir auch privatwirtschaftliche Akzeleratoren wie CodeN in den politischen Dialog einbinden. Meine Damen und Herren, natürlich brauchen wir auch Wagniskapital. Das ist eine der Lehren, die ich aus meiner Reise in Silicon Valley im vergangenen Jahr gezogen habe. Dort wird in vielen Unternehmen an echten Moonshots gearbeitet, also an ambitionierten Lösungen und bahnbrechenden Technologien für die ganz großen Probleme unserer Zeit. Und das dort vorhandene Wagniskapital versetzt Unternehmen in die Lage, zu experimentieren, zu innovieren, scheinbar Unmögliches zu erdenken, aber mit der Idee auch baden zu gehen und sie im nächsten Versuch dann wieder zu verbessern. Und im Silicon Valley ist es eine weit verbreitete Haltung, dass das Risiko nicht darin besteht, bei Investments möglicherweise Geld zu verlieren, sondern dass das Risiko darin besteht, die Chance einer zukunftsträchtigen Idee nicht zu ergreifen. Und ich denke, wir brauchen in Baden-Württemberg einen Mentalitätswechsel in diese Richtung. Und deswegen ist mir das ein besonders wichtiges Anliegen, und das muss schon in der Schule beginnen, dass wir wegkommen von einer überkommenen Fehlervermeidungskultur hin zu einer Kultur, in dem Scheitern nicht das Ende bedeutet, hin zu einer Kultur der zweiten Chance. Und Menschen, die jetzt mal irgendwas in den Sand gesetzt haben, weil sie ein Risiko eingegangen sind und das im ersten Anlauf nicht erfolgreich war, die sollten wir nicht schief anschauen. Niemand kann heute vorhersagen, welche Strategien, Produkte oder Dienstleistungen, welche Geschäftsmodelle in Zukunft erfolgreich sein werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Quantensprung, den wir in unseren Mentalitäten mal
machen müssen. Also, es kann aber nur funktionieren, wenn an Schulen, an Hochschulen, in der Politik und in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, unserer, auch unserer Wirtschaft, nicht eine Null-Fehler-Kultur gilt. Wie soll denn beim Gründen plötzlich etwas ganz anderes gelebt werden? Ich will jedenfalls meinen Teil dazu beitragen, dass Menschen mit Unternehmergeist und Mut, Menschen, die eine neue Idee haben und etwas riskieren, den Respekt bekommen, der ihnen gebührt, auch dann, wenn sie mit ihrem Start-up mal eine Bauchlandung hingelegt haben. Meine Damen und Herren, der legendäre Investor Andreas von Bechtolsheim, den ich bei der Reise kennengelernt habe und der unter anderem Google die ersten 100.000 Dollar gegeben hat, der steht genau für diese Mentalität. In einem Interview mit dem Spiegel attestierte er Deutschland, dass sich hier ein neuer Gründergeist Bahn bricht. Gute Ideen und kluge Köpfe sind in reicher Zahl vorhanden. Was fehle, sei das Geld und der Marktzugang. Das stimmt. Der Wagniskapitalbereich muss noch stark wachsen, aber wir holen auch gerade auf. Immer mehr etablierte Unternehmen gründen eigene Akzeleratoren, immer mehr Start-ups erhalten frisches Kapital, es gibt immer mehr mittelgroße Finanzierungsrunden. Deutsche Jungunternehmen sind für Investoren so attraktiv wie nie zuvor. Nirgendwo sonst wächst das in Start-ups investierte Kapital so schnell wie hier in Deutschland. Und was ist mit Baden-Württemberg, können wir da mithalten? Ich bin da zuversichtlich. So hat beispielsweise Trumpf, einer unserer Vorzeigemaschinenbauer, vor wenigen Monaten die Trumpf Venture GmbH gestartet. Es ist ein erfreuliches Signal, dass sich diese Wagniskapitalgesellschaft zum Ziel gesetzt hat, in ungefähr 5 Start-ups pro Jahr einzusteigen. Lassen Sie mich noch eine Anekdote vom gestrigen Abend einflechten. Ich hatte eine Reihe von Unternehmerinnen und Unternehmern zu Gast, auch Christoph Käse war da. Er hat einige Thesen seines neuen Buchs Silicon Germany vorgestellt, zu dem ich aber schon deshalb hier nichts sagen werde, weil er ja selbst noch beim Festival reden wird. Nur so viel zu meinem persönlichen Fazit. Deutschland hat das 21. Jahrhundert sozusagen mit einem Fehlstart begonnen. Wir haben die erste Runde der Digitalisierung klar an die Amerikaner verloren. Wir werden uns auch künftig damit schwer tun, mit Plattformen wie Google, Apple oder Facebook zu konkurrieren. Aber wir haben die Chance, in der zweiten Halbzeit vorne mitzuspielen und in die Champions League aufzusteigen. In der zweiten Runde geht es nämlich um das Internet der Dinge und um den Aufbau dieses Internets der Dinge. Also um die Vernetzung von allem und jedem, da stehen wir noch ganz am Anfang. Da sind die digitalen Weltmärkte noch nicht verteilt. Da gibt es noch viel freie, nicht beackerte Fläche. Viel freie Fläche für Sie, meine Damen und Herren. Die Fachleute sind sich einig, die Vernetzung wird sich nur zu einem kleineren Teil auf die Privathaushalte konzentrieren, also auf den Teil, in dem die Amerikaner so stark sind. Der Bärenanteil der Vernetzung wird sich hingegen im industriellen, im Business-to-Business-Bereich abspielen und da kommt Baden-Württemberg ins Spiel. Denn wir sind in vielen Bereichen, in denen sich die Vernetzung abspielen muss, ganz vorne mit dabei im Maschinen- und Automobilbau, in der Medizin-, Elektro- und Energietechnik. Gehören wir zur Weltspitze oder sind die Nummer 1? Daher stellt sie mir eigentlich nur eine Frage. Wer wird am Ende der Digitalisierung unserer Kernindustrien die Nase vorn haben? Ist es leichter für Digitalunternehmen, sich das industrielle Know-how
anzueignen oder ist es einfacher für Industrieunternehmen, sich das digitale Know-how anzueignen und auf dieser Basis neue Geschäftsmodelle und Plattformen zu generieren? Viele Kenner der Materie sind hier durchaus optimistisch. Wir haben einen Vorsprung. "150 Jahre Industriegeschichte" sind ein gewaltiger Erfahrungsschatz. Deshalb habe ich in der vergangenen Woche auch mit Christoph Käse gewettet. Die Frage war, welche Stadt in 10 Jahren staufrei sein wird, San Francisco oder Stuttgart. Ich habe auf Stuttgart gewettet. Die Kiste Wein gewinne ich. Ich meine, ich war in San Francisco, da haben wir überall 5-spurige Ausfallstraßen. Die sind natürlich alle zu, jeden Tag. Wir haben keine 5-streifigen Ausfallstraßen, Stuttgart aber auch Staus. Aber wir haben Radwege, wir haben Straßenbahnen und einen richtigen öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, wir haben überhaupt was zu vernetzen. Ja? Und das ist ja genau der Vorteil. Allerdings, das müssen wir auch machen und das werden wir machen. Und dafür können Städte wie Karlsruhe und Stuttgart Leuchtturmprojekte sein, um das zu zeigen, weil wir auch die Hardware-Infrastruktur haben, ja, die so diversifiziert ist. Deswegen können wir das auch machen. Und mein Kollege Jerry Brown, den ich allerdings sehr schätze, ja, ist ja 10 Jahre älter wie ich, aber ein richtiges raumfüllendes Kraftpaket, wenn der in einen Raum kommt. Und als ich den erlebt habe, habe ich gesagt, Kretschmann, wir jammern nie wieder über dein Alter. Jedenfalls, der will gerade mal die erste Schnellbahn bauen in Kalifornien für 60 Milliarden. Wir werden die jetzt bald einweihen von Stuttgart nach Ulm. Andere haben wir schon. Also ich denke, das gewinne ich. Aber wir müssen uns anstrengen, dürfen uns nicht zurücklehnen. Das ist ja logisch. Denn ich will nur meinen ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann zitieren. Der hat gesagt, wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren will. Ja? Also deswegen müssen wir diesen Wandel endlich aktiv angehen. Wir müssen den Anspruch haben, diesen Wandel selbst zu schaffen und nicht abhängig zu machen. Ich will, dass wir diese Riesenchance nutzen. Und dabei spielen Sie, meine Damen und Herren, eine Hauptrolle. Denn ohne Sie wird der Wandel nicht gelingen. Wir brauchen Unternehmerinnen und Unternehmer, die radikal neu denken, die die Chancen sehen, die ich gerade nur ungenügend skizzieren konnte. Unternehmerinnen und Unternehmen, die ein Teil des Wandels werden in Europa, in Deutschland, aber auch vor allem hier in Baden-Württemberg. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie in Karlsruhe, in Stuttgart, in Mannheim, Heidelberg, Freiburg oder Ulm, überall im Land. Baden-Württemberg kann und will seine Doppelbegabung ausspielen, Tradition und Disruption. So haben es Marc Beiß und Ulrich Schäfer sehr treffend und plakativ genannt und deshalb mache ich es mir zu eigen. Und ich denke, Tradition und Disruption, das kann in diesem Land mit seinen 150 Jahren Produktionsgeschichte kombiniert mit den digitalen Basisinnovationen, die unsere Welt derzeit revolutionieren, wirklich zu einem Erfolgsmodell werden. Unsere Unternehmen und Start-ups haben längst damit begonnen, Disruption und Tradition zu verbinden und umzusetzen. Und so entstehen hierzulande eben die intelligenten Konzepte für nachhaltige Mobilität, voll vernetzte, hocheffiziente, ressourcensparende Fabrik der Zukunft. Denn ich bin mir sicher, das alles wird auch dazu beitragen, dass wir etwa im Klimaschutz wirklich entscheidend vorankommen. Es geht nur mit mehr Intelligenz und mit sonst gar nichts. Meine Damen und Herren,
Ich würde mich freuen, wenn Sie alle daran mittüfteln und mitinnovieren werden und natürlich auch gern mit den eigenen Visionen und Projekten, auf die bisher vielleicht noch keiner gekommen ist. Wir wollen also das Tor zu einer neuen Gründerzeit weit aufstoßen. Und deswegen halte ich Ihre Pionierarbeit, lieber Herr Dietz, für wirklich herausragend. Sie fordern ja immer wieder von der Politik ein, mutig voranzugehen, Leuchttürme zu bauen, die eine visionäre Strahlkraft entfalten und das Land mitreißen. Und da haben Sie völlig recht. Und das nehmen wir uns auch vor. Deswegen werden wir in einigen Bereichen solche Leuchtturmprojekte auf den Weg bringen. Aber mit dem New You Festival haben Sie jetzt selber solch einen Leuchtturm gebaut. Hoch erfolgreich, wie man sieht, und wirklich beeindruckend. Dafür kann ich Ihnen und Ihrem Team nur wirklich herzlich Glückwunsch sagen. Ja? Und dass Sie von der CeBIT Hannover nach Karlsruhe gekommen sind, das betrachte ich nicht nur aus den eben genannten Gründen als eine sehr kluge Entscheidung, sondern eben auch als ein großes Geschenk für unser Land. Und dafür bin ich Ihnen wirklich sehr von Herzen dankbar und wünsche Ihnen weiterhin Erfolg. Und Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen nun viele gewinnbringende, inspirierende Begegnung nach einem erfolgreichen Treffen, das Sie dir haben und hoffe, dass Sie sich in diesem Land wohlfühlen können mit Ihren neuen Ideen. Wir sind ja eigentlich traditionell das Land der Tüftler und die ältesten Garagenunternehmer, die waren bei uns beheimatet. Ich nenne nur Robert Bosch zum Beispiel, das dürfen wir nicht vergessen. Daran wollen wir wieder anknüpfen und ich hoffe, es sind einige Boschs, Daimlers, Dreis und wie sie alle heißen unter Ihnen dabei. Alles Gute.